Ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr aus der CHG Arena in Ravensburg. Herzlich willkommen. Ravensburg Tower Stars gegen die Selber Wölfe. Ja, das erste Heimspiel der Tower Stars steht an und die Selber Wölfe sind heute in Ravensburg am Start. Nachdem Landshut da den Torhüter gezogen hat, nicht mehr viel zugelassen haben. Jetzt aber die Möglichkeit für die Selber Wölfe. Scheibe weg und Ravensburg mit dem Angriff. Sarnik. Herr! Auch hier wieder abgefangen, Dronia Mühlbauer. Und dann der Schuss von Niklata. McNeil jetzt. 3 auf 2, wenn es schnell geht. Guter Schuss von Koyu Palau. Schusstor! Und das ist das erste Tor für Alexander Rutkowski. 4. Lizenzspieler des ERC Ingolstadt macht hier sein erstes Tor im Tower Stars Dress. Alexander Rutkowski einfach mal drauf aufs Tor und er findet die Lücke vorbei an Pizza. Hier schauen wir nochmal drauf. Über die Schulter. Artus Grominsch, klasse Pass, Puck aber versprungen und dann schafft es Ketterer den Gegenangriff, 2 auf 1, Hadraschek, Latta, und Latta macht in Unterzahl das 2:0, Nick Latta, den Hattrick in Landshut und er setzt da an, wo er aufgehört hat, klasse eingesetzt von Maximilian Hadraschek. Dieser 2 gegen 1 Break in Unterzahl und Latta mit dem 2:0. Schauen wir nochmal drauf, hier die Entstehung, klasse Pass natürlich auch für Hadraschek. Und Latta muss da nur noch die Kelle hinhalten, fast auf der Torauslinie. Miglio, Pass für Chad Besson, der versucht. Direktabnahme von Peter Truska. Wieder Außennetz. Und wieder Schuss. Latta und Kalce. Direkt von der Strafbank jetzt mit dem Angriff. Weg den Schuss. Gut durchgesetzt in der eigenen Zone. Angriff jetzt über Mühlbauer. Granz. Mühlbauer. Die Kelle des Gegners kurz im Gesicht gehabt, aber spielt weiter. Weiter Pass für Jordan Knackstedt. Peter Truska und Safe von Ilya Scharipov. Hördler. So. Ketterer. Schuss 2, da war der Schlittschuh des Gegners dazwischen. Chad Besson. Währenddessen mit der Vorwärtsbewegung Schuss für Gilke und wieder Ilya Scharipov. Pfaffengut, knapp. Setzt auch den Schuss an. Moritz Raab, Direktabnahme und das ist der Anschlusstreffer zum 1:2 für die Selber Wölfe in der 55. Spielminute. Hier Roritz Raab mit dem klasse Pass, Direktabnahme und dann rein ins Toreck. Ryan Forster hat noch die Möglichkeit, das Timeout zu ziehen. Jetzt haben wir ein Laufduell. Matt Alfaro, Alfaro scheitert an Pizza. Mühlbauer holt sich den Schläger. Nochmal Hördler, Riesenchance für Miglio. Hördler, Truska. Aber jetzt muss es natürlich schnell gehen für die Selber Wölfe. Nein, es reicht nicht mehr. Aufopferungsvoller Kampf der Selber Wölfe hier gegen diese Nullpunkte. Aber am Ende sind die Tower Stars doch ein Tick vorne